Ja, hier ist er wieder, euer Vogelkatz. Ich bin hier auf der Karte Stalingrad unterwegs und zwar mit dem britischen FV-215B-183. Das ist ein Tierzehner Tankdestroyer, sprich Panzerjäger der Briten. Das hier ist ein Standardgefecht und jede Seite besitzt eine Arti. Ja, diesen britischen Tankdestroyer. Ich habe es schon mehrfach immer wieder mal gesagt. Der gehört zu meinen Lieblingspanzern, ist vielleicht sogar der absolute Liebling. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich habe da einige Fahrzeuge, die ich sehr gerne spiele. Aber er ist ganz weit vorne. Wieso? Er hat ein 183mm Geschütz und er ist sehr gut frontal gepanzert. Und da, wo das Geschoss einschlägt von ihm, ja, da macht es mächtig Aua. So. Fässer umfahren, schöne Explosionsblitze haben. Nein, dann weiß der Gegner, dass ich mich hier langsam in die Stellung reintaste. Das sieht ja jeder von der anderen Seite der Map sowieso. So ein Feuer- oder Lichtspiel der Fässer. Deswegen vielleicht nicht unbedingt umfahren. Jetzt bin ich hier sowieso verraten. Jetzt kann ich hier auch mal ein bisschen Feuerwerk machen. So, gleich wieder nachgeladen, nach vorne fahren, um den Gegner eine geben. Das muss wehtun. So. Kritischer Treffer. Da haben wir ihn gekettet. Mein Team nimmt ihn raus mit einem Moonlager-Treffer. Und Unterstützung für Verbündete bedeutet, ich habe ihn gekettet. Das Team hat ihn bearbeitet. Das sind dann Punkte, die kriege ich in der Auswertung auch noch gut geschrieben. Also man muss nicht immer den Gegner selber aus dem Anzug hauen. Es reicht Ketten, dass der nicht mehr wegkommt. Und man kriegt dann den Damage, den das eigene Team an ihn verursacht, als Unterstützung gut geschrieben. Also es lohnt sich auch mal, das Team zu supporten oder halt den Gegner für das eigene Team zu reparieren, sprich parat zu legen. Da sehen wir ein BT auf E100. Wenn wir ein BT auf E100 haben, sag ich mal, immer dem auf den Turm schießen, da hat man die beste Wirkung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Weil der Turm vom BT auf E100 hat maximal 20 mm Panzerung. Und wenn da eine HE-Granate oder sowas einschlägt, ja, dann rumst es gewaltig. HE macht fürchterlichen Schaden im Fahrzeug. Jagt oft genug auch das Moonlager hoch. So. Da haben wir den nächsten, den wir einem mitgeben können. Bisschen zielen. Erwischt. Und das waren dann auch mal hier wieder 1548 Schaden. Also ihr seht, wenn die Geschosse von diesem 183mm Geschütz ordentlich treffen, ja, da geht was. Ja, was könnte ich noch zu dem Geschütz sagen und dem Fahrzeug selber? Das ist ein Fahrzeug oder das einzige Fahrzeug, wo ich fast nur Goldgranaten verschieße, also Premiumgranaten. Die kaufe ich mir für Credits und
den Spaß gönne ich mir. Und zum anderen, das ist die beste Wahl bei diesem Fahrzeug. Ich habe 8 Goldgranaten an Bord und 4 HE-Granaten. Die 4 HE-Granaten sind etwas günstiger oder viel günstiger. Die nehme ich im Regelfall zum Ende des Gefechtes, wenn die Gegner angeschlagen sind oder ich einen Gegner sehe, der mir nur einen harten Turm präsentiert, wo ich mit meinen Granaten sonst nicht durchkomme. Dann schieße ich HE drauf und bearbeite den Gegner, weil 183 mm HE-Granaten sind schon heftig. Und die Goldgranaten sind im Grunde genommen HE-Granaten, die aber einen gesteigerten Durchschlagswert haben, sprich einen höheren Penetrationswert. Und damit ist dann die Chance wesentlich höher, dass diese Gold-HE, nenne ich sie mal, beim Gegner in die Wanne einschlägt, sie durchschlägt und im Fahrzeug selber explodiert und damit dann auch den Gegner vernichtet. Tja, ein Gegner gibt's noch und jetzt kommt das Spielchen. Wo bist du? Das ist immer ein bisschen lästig. Kreuz und quer durch die Map rasen, versuchen Gegner aufzuspüren. Vor allen Dingen, wenn es dann eine Su 12254 ist. Das Fahrzeug ist relativ schnell. Das könnte jetzt Katz und Maus mit uns spielen. Vor allen Dingen, der I-100 ist langsam. Ich mit meinem Babywerfer hier bin langsam. Aber wir haben ja gerade eins im Gefecht gesehen. Er hat unseren BT auf I-100, der am Cappen war, rausgenommen. Sprich, auch seinen eigenen Cap verteidigt und resettet. Das sollte doch dazu führen, dass er den vielleicht wieder verteidigt, wenn sich da mal einer reinstellt. Weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust, hier 7-8 Minuten über die Map zu rasen und ihn nicht zu finden. Und er spielt Katz und Maus mit uns. Also, zu was entschließe ich mich natürlich? Ich stelle mich im Cap-Kreis und versuche ihn anzulocken damit. Tja, unser E100 versucht ihn zu jagen, aber ich glaube, das wird er nicht schaffen. Wie gesagt, eine Su-12254 ist zu schnell für unsere zwei langsamen Fahrzeuge, also werden wir mal ihn dazu nötigen oder anlocken, dass er mich resetten möchte. Und da kommt er doch schon. Bisschen Zeit zum Zielen uns nehmen. Ihr seht, wie langsam mein Geschütz einzielt, sprich einaimt. Und da haben wir ihn doch erwischt. Ja, ein Panzerass, sprich den Panzer habe ich gemeistert. Ich habe da bekommen einen Schläger, einen Duellant, einmal Kämpfer, Wirkungsfeuer und die Auszeichnung Großkaliber. Ich habe 7 Schüsse abgegeben, die haben auch getroffen und 7-mal habe ich auch Schaden gemacht. Das gab einen Gesamtschaden von sage und schreibe 6300 Schadenspunkte. Ich habe 2 Treffer erhalten, das waren noch 2 Wirkungstreffer. Und ich habe einen Gegner aufgedeckt, 7 Gegner beschädigt und 4 habe ich aus dem Anzug gehauen und wieder in die Garage geschickt. Habe noch Schaden ermöglicht von 1616. Und ich habe dabei noch 52 Eroberungspunkte geholt. Kommen wir zum Finanziellen. Dank meines Premium-Accounts habe ich hier einen sagenumwobenen Gewinn gemacht von 3.964 Credits. Ja, Goldschießen ist teuer. Also das ist ein reiner Spaßpanzer bei mir. Da geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Den Spaß gönne ich mir mal, hier Gold rauszuhauen mit diesem Babywerfer, sprich
mit dem Briten-TD. Ohne einen Premium-Account hätte ich hier einen Haufen Credits minus gemacht. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Das sollte aber jedem klar sein, wenn ich hier mit dem Premium-Account hier knapp 4000 Credits plus habe, dass ich sonst da Haufen Credits minus mache. Das verschweige ich mal lieber ausnahmsweise. Das war hier ein Doppelungsgefecht und so komme ich auf 3544 Erfahrungspunkte. Einer meiner Lieblinge. Ich spiele ihn immer wieder gerne und dann gönne ich mir das auch, einfach mal die Goldschellen den Gegner um die Ohren zu hauen. Tja, das soll's schon gewesen sein. Tschüss, euer Burgelcut.